Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Ja, jetzt sind wir wieder da. Wir sind wieder hier. In meinem Revier. So. Genau. Ich habe jetzt zwei Tage nicht gespielt. Ein paar Tage nicht gespielt, würde ich sagen. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, was wir machen. Hier weiter mit der Hauptmission hier. Ich glaube, das war das, was ich noch machen wollte. Genau, das ist das, was ich machen wollte. Auch nicht so. Forschungspunkte haben wir jetzt. Oh, 11 Forschungspunkte wieder. Treffsicherheit. Warte mal, erhöhte Schaden durch Rotflinten, bei Fahrzeugen und gepanzerten Zielen. Na, was haben wir denn da noch so? Dann haben wir hier noch... Verbessert ohne... Was haben wir hier? Stadthacken. Bonnet-Ersparnis. Verkehrskontrolle. Zu hacken führt Unfall herbei und von... Ja, komm, komm, machen wir das mal. Das machen wir. An alle Einheiten, Luftunterstützung kommt. Halten Sie durch. Das glaube ich nicht. Ja? Er flüchtet zu Fuß! Okay. Du meinst nicht? Aha. Da wird einer gejagt. Ich merke, da wird einer gejagt. Ey, das ist eine geile Ecke, finde ich, irgendwo. Ganzen, ich liebe eigentlich Graffiti, liebe ich. Wenn es jetzt sowas ist, ne? Sowas in der Art, finde ich total geil. Ja, wenn das aber nur gekritzel ist, ja, da finde ich das total scheiße. Das geht auch noch. Sowas sieht man öfters, solche bullenigen Schriftzüge. Aber wie gesagt, wenn das so Kritzeleien sind, so einfach nur so geschriebenes, finde ich total scheiße. Ich finde es halt sehr, sehr gut, wenn es so eine richtig schöne Schrift ist oder vielleicht so gar noch Mannequin, gezeichneter Mannequin und so. Das finde ich total geil. Das mag ich. Soll hier hinfahren. Der soll schwer fahren, okay. Da ist nichts, ne? Gucken wir mal nächstes Mal irgendwie. Soll dann richtig zu den Felden führen und alles. Das sprengt alles in die Luft, ne? Ja, das war so. Das Zeug ist krass, Mann. Hm?
Ja, ich war mit dir am Strand, um den Raketenstart zu sehen. Du hattest recht, das war der perfekte Ort, um sie zu fragen. Dafür hast du ein paar Drinks bei mir gut. Yo, Mann! Nee, das ist... Du redest Scheiß! Hab gestern das Mädel getroffen und sagt, sie tut alles für mich. Und rate mal, wer heute seine Hausaufgaben hat. Lol, du hast mir den Tag gerettet. Poro-Schock. Was der Poro-Schock? Meine Petition nicht unterzeichnet. Ach ja. Ich habe dir den Link nochmal geschickt. Okay, danke. Könntest du jetzt unterzeichnen? Jetzt gleich? Stimmt. Gehen wir noch joggen? Ja, klar doch. Wo sollen wir hin? In den Park? Na, den finde ich gruselig. Was? Wieso? Die Wände sind ja buchstäblich aus Grabsteinen gemacht. Wovon redest du denn? Wirklich? Die Stadt musste ein paar Friedhöfe verlegen und verwaiste Grabsteine wurden recycelt. Auf einigen der Stücke stehen sogar noch die Namen von Toten. Ohne Scheiß jetzt. Hab's selbst gesehen. Ah, du hast recht. Das ist gruselig. Gehen wir lieber auf den Hügel. Okay. Zentrale, wir brauchen hier sofort einen Heli. Was ist denn? Okay. Der schläft oder was auch immer? Officer in Unfall verwickelt! Ja, der hat sich was geholt anscheinend. Hat sich was gekrallt. Ich wollte gerade sagen, hä? Geht das nicht? Die Anzeigetafel war super. Wir wollten eine Reaktion, wir haben eine Reaktion. Ja? Wir haben eine Mail von Thrust an seine Leute erwischt. Er ist mächtig angepisst. Er fordert ein Gesetz gegen Gruppen, die über die Möglichkeit verfügen, geschützte Anweisungen und Handlungen offenzulegen. Das sind wir. Klingt nach etwas, das Invite unterstützen würde. Das ist ein Grund dafür, dass die Thrust helfen. Mhm. Du musst dich ins Büro der Geschäftsführerin hacken. Oh, Mary Catskill. Und? Hier ist ein Exploit, der eine Backdoor zu ihren Servern öffnet. Noch ein USB?
Mit denen könnte ich einen Laden aufmachen. Den solltest du nicht verkaufen. Mein Gott, ist der groß, ist ja ganz handvoll. Scheiße, was redest du da? Als ich das letzte Mal da drin war, lief's nicht ganz so gut. Ging echt voll daneben. Ja, nicht dran denken. Übrigens, deshalb wurde die Sicherheit verschärft. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Wer inweit CO anzapfen? Ich spür mal grad hier hoch. Was? An jeder Straßenecke, an jedem Telefonmast, an Briefkästen. Ich guck mal gerade hier rein. Das soll für unsere Sicherheit und so weiter sein. Aha. Okay. Warte mal, vielleicht kriege ich den sogar schon. Ja, ja. Das kriege ich schon mal. Mal gerade gucken, was machen wir denn hier so? Erstmal wollen wir mal gucken, ne? Ich glaube, hier sitze ich. Eine Kamera nur hier. Ja, eine Kamera. Das bin ich. Das ist nur die Kamera. Ja, noch eine Kamera, oder? Hier ist auch noch was. Hier ist auch was. Ich sitze hier oben. Okay. Warte mal, warte. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Wo muss ich denn hin? Hier. 43 Meter hinten rum. Achso, da habe ich was geöffnet. Da hinten habe ich keine Kamera. Hier, das Ding muss ich auch hacken. Da hinten das. Dass der hier alles aufmacht anscheinend. Ich muss auf jeden Fall gucken. Wo habe ich denn das Ding jetzt geöffnet? Auf der Seite? Ich war da. Kein Scheiß. Ich war im Stadion auf der Tribüne und ohne Vorwarnung plötzlich. Geh mal auf die Seite. Habe ich das Ding denn geöffnet gerade? Zugreifen und die die eigentlich immer nur der gleiche Song waren. Also hey, da bin ich wieder. Ich will erstmal kontrollieren. Wo habe ich denn dieses eine Teil jetzt geöffnet? Ich hab so Nachrichten von der einen bekommen, das sag ich dir, also von der anderen, ne? Das war der absolute Wahnsinn. Geile Sache. Erstmal, was wir machen können. Ja. Das ist die Brücke. Das ist die Brücke. Ja, ich weiß. Ich überlege gerade. Ach, shit. Ja, ich weiß, da hinten steht so ein Typ. Dreh dich mal um. Das müsste Treppenhaus sein eigentlich, ne? Aber ich hab das. Ist das dahinter?
Normalerweise müsste ich ja dann hochkommen. Da hinten steht ein Arsch nochmal. Gedreht, ist doch hier auf die Seite gedreht. Da ist er, der ist der Typ. Krieg ich den? Nee, ich krieg den nicht. Also, ich muss da rein. Das bedeutet, ich habe eine Idee. Das wäre der erste Streich. Okay. So. Das Problem ist, ich muss mal gerade gucken, ob ich hier reinkomme. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Gehen wir erstmal hoch. So, jetzt haben wir hier die Putzfrau. Die weggeht. Wird mich jetzt erstmal nicht. Was war das? Die gucken. Na, leider habe ich das Ding da aktiviert. Das Problem ist halt, der guckt, ne? Der guckt und der guckt drüber. Der läuft da rum. Da hinten steht einer noch. Ne? Da hinten der Typ, der steht noch. Der haben dich noch nicht weggedreht. Ja, der steht da rum. Ne? Das ist ein bisschen problematisch. Der geht da rum. Ich bleib mal hier in der Ecke. So, der geht jetzt nach da. Der kommt jetzt da hoch. So, der kommt jetzt da hoch. Der geht darum nicht. Die wechseln sich ab, glaube ich. So, der geht nach da. Jetzt könnte ich normalerweise gehen. Aber da kommt ein anderer noch. Ich sehe schon gerade, der kommt ein anderer noch hier rum. Der ist unten. Ach, der ist unten. Na super. Mal gucken, ob ich kaputt gehe. Was sehen wir dann? Ich versuch's einfach mit Krawall. Steht genau da, der Sack. Was macht er denn da die ganze Zeit? Scheiße. Angezapft. Wir zeichnen alle Ihre Gespräche auf. Wir hören alles, was sie sagt. Geh jetzt zum Serverraum und installiere die Backdoor. Schon längst dabei. Als kleine Erinnerung an alle Invite. Unsere aktuellen Projekte unterliegen strengster Geheimhaltung. Wir alle wissen das. Sollten Sie also gefragt werden, egal ob von der Familie oder von Freunden, Sie dürfen nichts sagen. Nicht mal, dass Sie nichts sagen dürfen. Sagen Sie einfach, ich rede nicht gerne über die Arbeit. Dann wechseln Sie das Thema. Auch wenn Sie weiterfragen. Danke Ihnen allen. Ja, aber was ist denn los? Es gibt Berichte über ein zuvor identifiziertes Ziel in ihrer Nähe. Over. Wir benötigen weitere Einheiten. Schon in die Hose gemacht. Oh, Scheiße.
Ob ich das jemals erreiche? Er ist irgendwo hier, seht ihr ihn? Ich versuch's mal mit Knarre. Suche Deckung! Leitstelle, es ist Deadfake, schicken Sie mir Wagen! Ausschwärmen! Sie machen alles nur noch schlimmer! Überlebt das eh nicht, aber egal. Erst mal gucken. Sind wir nicht hier geflohen schon? Welche? Komm ich eh nicht mal raus hier. Was machen wir denn jetzt? Ich soll da unten hingehen. Gewesen, keine Ahnung. Ich muss diese Scheiß teilen. Jemand hat den Maulwurf gefunden. Schalt ihn aus.
alle am Arsch? Ich sehe im Moment gar keinen, den ich irgendwie... Ach du Scheiße, ehrlich? Scheiße. Wie noch mehr? Ach du Kacke! Wie soll ich das denn schaffen? Boah, wie soll ich das denn schaffen? So leicht. Hey, stopp, stopp, stopp. Stopp, 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 stopp. So. So. Okay. Ja. Ich guck mal gerade, ob ich da hinpowern kann. Nee. Ich muss oben bleiben. Ich bin ein bisschen aufgeregt, keine Ahnung. Vielleicht ist das mal so. Mein Gott! Überfragt, sorry, ich bin echt etwas überfragt. Wir gehen mal hier rüber. So. Hier haben wir zwei. Der dritte im Bunde. Das sind zwei, ne? Gut. Jetzt müssen wir den wieder darüber tun. Alles klar, dann haben wir hier schon mal... Ah, der ist offen. Mittlerweile. Geht der? Okay. Rauf. Rauf. Rauf! Okay, gucken wir hier mal. Boah, leck mich am Arsch. Das ist mal so. Das ist mal so. Das ist mal so.
Einmal so. So. Ups, komm ich da noch raus? Okay, was ist damit? Siehst du, was ich sehe? Sieht aus wie... Scheiße! Sie benutzen Bellwether. Verdammt! Dann steckt Bloom hinter allem. Oh Mann, die manipulieren die Leute, damit sie Thrust wählen. Weißt du was? Das könnte man überarbeiten und gegen Thrust anwenden. Ah, das ist genial. Mach das. Und jetzt nichts wie raus da. Ja, sag's es eins mit deinem blutigen Leichtsinn. Ich meine, das müsste funktionieren. Hier ging es, glaube ich, nach oben, oder? Alles gucken. Ich steck dir mal gerade weg, die Waffe. Versuch's mal gerade. Kommen wir hier raus. Muss ja nicht lang. Ah, scheiße! Ah. Hä? Ach, hier. Okay, haben wir doch geschafft. Ich habe gedacht, ich würde das nie packen. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Okay, bin raus. Josh ändert gerade den Invite-Algorithmus, um Thrust zu schaden. Hey, eine der anderen Kandidaten hält eine Wahlkampfveranstaltung vor dem Rathaus. Ich könnte dich ja da treffen. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die haben sich gegenseitig erschossen. Manchmal hilft das doch, wenn wir die anderen wollen. Immer weiter. Ich war schon längst am Ende oder so. Und die großen Datenunternehmen sind darauf spezialisiert, ihnen ihre Daten wegzunehmen. Ihre Daten! Weißt du, Theresa Moretti hat gute Chancen. Wenn Invite durchkommt, ist keine Wahl mehr sicher. Bellwether hat die Macht, jeden Wähler im ganzen verdammten Land zu beeinflussen.
Und Thross ist der Typ, der ihn den Rücken frei hält. Deswegen ist er so wichtig. Tja, seit wir Invites Code manipuliert haben, sinken die Werte für den Abgeordneten Thross. Und Invite dreht am Rad. Yo, M, du musst dir anhören, was wir aufgenommen haben. Das ist Thross, wie er mit Mary Catskill spricht. Invites CEO. Können Sie denn nicht tun? Alles läuft schief! Treffen wir uns persönlich. Ich habe etwas, das dieses Problem löst. Oh, Gott sei Dank. Da treffen wir uns im Penthouse. Sichern Sie das Ding. Wir sehen uns dort. Vielen Dank, Mary. Wir werden das vertraulich behandeln. Ich nehme das auf und wir verwenden es gegen Sie. Ich helfe dir. Ihre Kutsche steht bereit, Sir. Oh, vielen Dank, Sir. Ich fürchte, die haben da irre Sicherheitsmaßnahmen. Ich habe nachgeforscht. Überall sind Sicherheitskameras. Damit finden wir raus, wie es aussieht. Sicherheitskameras, um die Sicherheit zu knacken. Auf jeden Fall. Viel mehr als zu wählen bleibt den Leuten nicht. War klar, dass Invite die Wahlmuster der Leute aufzeichnet. Natürlich. Wieso denn auch nicht? Verstehe ich warum? Ja. Dieses Invite-Ding macht mich verrückt. Ich meine, Firmen manipulieren die Leute doch ständig. Aber die sind so verdammt hinterhältig. Die kontrollieren den Datenfluss. Die wissen alles über jeden und wie sie ihren Vorteil daraus ziehen können. Oh. Oh! Ja, ich hatte gedacht, ich könnte mal ein bisschen mehr kurz sehen. Aber gut. Stand. Warte, ich muss einfach mal hier hin. Gehen wir nochmal hoch. Okay. Okay, lass es später reden. Wie? Wieder, fick dich. Fick dich. Ich denke mal, dass das unten ist. Moment, das ist wahrscheinlich doch hier unten. Wir müssen da hinten rüber. Hier entlang. Dann hier hoch. Ohne Scheiß? Ja. Hier hoch. Also, jetzt sind wir nämlich da. Die Steuerung der Sicherheitskameras ist auf diesem Gebäude. Das schaue ich mir mal an. Ich erkunde mal die Gegend. Vielleicht kriege ich direkte Sicht ins Penthouse. Log dich auf dem Laptop ein. Du wirst sehen wollen, was da läuft. Da drüben, Mann! Das ist die Zentralsteuerung der Sicherheitskameras im Thross-Gebäude. Damit könnten wir ins Penthouse reinsehen.
Ach, hier waren wir doch schon mal. Kann das sein? Ja, hier waren wir schon mal. Wir haben schon mal gehackt. Mr. Nemec! Oh, ich bin überrascht. Überrascht? Klar überrascht. Du hast dir in die Hose gemacht. Das ist nicht fair. Also, Sie und Miss Catskill haben mir versprochen... Ich habe nie etwas versprochen, Mark. Versprechen sind was für Fünfjährige, Mark. Das ist Erpressung. Ich weiß. Ich wünschte, mir wäre was Besseres eingefallen. Aber das Klischee zieht immer. Dieser Staat verzeiht sexuelle Eskapaden sehr viel eher als Drogenmissbrauch, Mark. Ich bin ein US-Kongressabgeordneter. Um die Sache abzukürzen, Marky Boy, deine Zahlen sind im Keller. Und das können wir uns nicht leisten. Jetzt ist Zeit für Plan B. Du erinnerst dich doch noch an Plan B. Und hier sind die Pläne dazu. Falls es Sie interessiert. Aber Ihr Programm sollte mich doch wieder wählen. Nein, Wunder sind was für Loser, Mark. Willst du dir das nicht selbst verdienen? Wenn irgendwas schiefläuft, denk dran. Halt einfach den Mund. Anders als auf diesen Fotos. Hey, Mann, tut mir echt leid mit den Bildern. Ich werde mich bessern. Tja. Seht ihr das? Dushan steckt da mit drin. Oh Mann, da drüben geht gerade eine Menge ab. Marcus, das Gebäude wurde gerade ausgeklinkt. Wir kommen nicht rein und sehen nichts. Ich muss darüber. Es muss Beweise für das geben, was da vor sich geht. Ich bin auf dem Nachbargebäude. Von hier oben kommst du in sein Penthouse. Hier gibt's jede Menge Kräne. Bin unterwegs. Ich zoome mich erstmal ganz nach oben. Ja, das ist nach vorne schon ein bisschen erstmal zurück. Ich habe manchmal die Krähen so nicht so großartig. Wie du in die Blickrichtung guckst, so ist das halt, ne? Ah, okay. Yo, French! Hey, Marcus! Wie läuft's? Sieh dir das an! Von hier sieht man die ganze Stadt? Echt viele Leute da draußen, Mann. Echt viele Leute. Ja, die verarscht werden. Und es nicht mal merken. Total taub. Ja, no. Richtige Scheiße. Das wird ein echt harter Kampf werden, die wieder zu Menschen zu machen. Fuck yeah, Mann. Okay, Mann. Du suchst die Beweise, ich lade die Fluchtstrategie rein. Werden überall verarscht. Camper hat sich irgendwer schon. Ich wollte eigentlich nicht sowas. Ja. Ist das der Abgeordnete? Ah, nein, ich glaube, das ist ein Helikopter. Fick dich. Muss ich jetzt dahin, oder? Also... Muss ich... Ah, der falsche Knopf. Muss ich... Okay,
müssen wir wieder auf den Kran wahrscheinlich. Nach oben? Da waren wir doch eben, oder nicht? Und dann mit dem Kran da hoch. Und wo so soll ich denn auf denen jetzt? Das war ein bisschen blöd. Sicherheitsgebiet, oder? Noch nicht ganz. Das wäre höher gewesen. Aber hier ist mein Schlüssel, der ist auch noch da. Leute, fahren den mal. Ein Kran. Hier ist auch noch was. Hier ist auch noch was. Okay. Ich mich hier absetze, werde ich mich folgendes machen. Ich bin hier gerade. Ach nein. Kriegt die Kacke weg. Erstmal so. Den hier schieben wir da erstmal den Schlüssel ab. Dann da machen wir wieder Geld. Ich muss da rein, ne? Kamera. Weg damit.
Wo stehen wir beim Löschen der Abgeordneten, Cloud? Ist erledigt, aber ein Team bei Inval. Die vernichten die Beweise. Verschaff uns Zugang, bevor die alles löschen. Ich bringe euch ins System rein. Dann startet ihr mit dem Botnet einen Brute-Force-Angriff und ladet alles runter, was ihr könnt. Aber sobald der Download startet, wissen die, dass du drin bist. Ansonsten wäre es ja keine Party. Und ich habe eine Überraschung für sie. Kann ich nicht, ne? Ach, weißt du was? Starte den Upload. Ich drücke immer den falschen Knopf. Yo, Sitara, ich werde jetzt reingehen. Spiel was Schönes für mich. Don't sweat the technique.
Dein Fluchtplan ist fertig. Nordöstliche Ecke. Du wirst begeistert sein. Jawohl, ihr habt's geschafft. Marcus, wir haben ihren Plan B. Die wollen an die Wahlmaschinen. Wahlmaschinen? Sind die nicht ziemlich geschützt? Die schützen die Daten erst nach der Wahl. Mit den Invite-Daten ignorieren die das Ergebnis, bevor ein Wähler den Hebel zieht. Josh hat rausgefunden, wo die Maschinen stehen. Er wartet vor Fort Point auf dich. Fort Point? Bin unterwegs. Oh, und Marcus? Bring vielleicht etwas Sprengstoff mit. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Ich bin ja schon da, ne? Bin ich ja fast da? Ey, ich bin auf der anderen Seite, ne? Zwei Missionen haben wir gut hingekriegt, das hätte ich nicht gedacht. Die DLC, die waren schon sehr schwerisch zu machen, aber das ist ja, ging noch, geht noch. Ah, Port Royal, da waren wir auch schon öfters. Ein Klohäuschen. Portable Toilettes. Josh, sag mir, dass du da nicht drin bist. Marcus, auf dem Dach sind Scharfschützen. Scharfschützen? Was faselst du da? Das sind Humanai. Tut mir leid, die sollten gar nicht hier sein.
Dushan muss sie angehört haben. Warum flüsterst du denn? Flüstern? Gar nicht. Jetzt komm, da gehe ich nicht rein. Hör zu. Morgen schaffen sie diese Maschinen raus zu den Wahllokalen. Und wie sieht unser Plan aus? Reverse Engineering? Nein, in unserem Zeitrahmen ist das nicht machbar. Ihr Virus stammt vom Militär. Das Schlauste ist wohl, sie alle zu zerstören. Alle zerstören? Was willst du machen, sie sprengen? Das Fort ist eine Militärbasis. Da gibt's einen Haufen Sprengstoff. Keine Wahlmaschinen. Das verzögert die Wahlen. Ja, wir enthüllen die Manipulation. Und die Leute haben Zeit, sich vernünftiger zu entscheiden. Fuck ja, ich bin dabei, Josh. Bist du dabei? Okay. Okay. Schon ist er weg. Hat sich versteckt im Klohaus. Ist Wahlmaschinensprengen nicht etwas extrem? Scheiße, nein! Wie Josh gesagt hat, wir verschaffen der Wahl etwas Zeit. Ist eigentlich Bürgerpflicht. Okay. Ja. Ich würde sagen, die unten nicht lang, ne? Moment, sind 4 Stück, ne? Kann natürlich sein, dass ich kaputt gehe erstmal. Eine ist hier unten. Eine ist hier unten. So, erstmal mal gucken, wer überhaupt hier ist. Ich gehe mal gerade mal raus kurz. Machen wir erstmal hier so. Machen wir erstmal die Kamera. Eine Kamera. Ah ja, hier ist eine Kamera. So, dann wollen wir erstmal gucken, wer alles da ist. Hier haben wir Leute, hier haben wir Leute. Das ist die Wahlmaschine? Ah ne, das ist was anderes. Okay. Welche Wahlmaschinen sind das denn? Hier die? Mal gucken, vielleicht kann ich ihn ja auch sprengen. Was ist denn mal? Oh. Na gut. Den könnte ich ja in die Luft sprengen, ne? Ne, der andere war das. Ja, scheiße. Hier. Der ist schon mal kaputt. Es wurde Verstärkung gerufen. Wo habe ich denn jetzt die Kamera entdeckt? Kamera da oben. Nicht tödlicher Schlag, ne? Noch eine Kamera. Hier ist eine Kamera. Voll. Ist das nur noch einer? Ist das echt nur noch einer? Sehr cool.
Ne, G muss ich drücken, ne? Hä? Wo ist denn das Ding? Hier unten, oder? Geh jetzt mal nach oben. Fuck, ne? Wie das? Tatsächlich mal Stups? Geh. So, das hier kann ich mitnehmen, ne? Geh. Das sind die Dinger. Okay. So. So, jetzt muss ich einfach hier anklicken, ne? Dann muss ich G drücken. Da muss ich sprengen. Ach, ich muss alles sprengen. Schon am Arsch, oder?
erstmal ein bisschen warten. Das ist der letzte. Ich wollte gerade sagen, ey, was ist denn los? Hab sie alle. Jetzt solltest du vielleicht verschwinden. Bin raus. Gut. Hey, wir haben ein Video gemacht mit dem Zeug aus dem Penthouse. Sieh's dir an. Okay. Mitbürger, Invite hat euer geheiligtes Wahlrecht als Spielzeug missbraucht. Ihr wurdet ins Visier genommen und von Invite manipuliert, um ihre Marionette zu werden, Mark Thrass. Aber der Zack hat Invite gehackt und ihre Algorithmen geändert. Die Umfragen kippten sofort. Entschlossen, Thrass wählen zu lassen, griff Invite selbst auf Hacking zurück. Hier. Invite CEO Mary Catskill übergibt einen Virus für die Wahlmaschinen an Mark Thrass persönlich. Die Wahl wurde verschoben. Mitbürger, nutzt diese Zeit zum Nachdenken. Lasst nicht zu, dass ihr manipuliert werdet. Dezek bittet euch, denkt nach, bevor ihr wählt. Dezek hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Voll! Jede Stimme zählt. Oh, da war ein Stein. Scheiße. Stufe 21, geil. Stufe 21! Wie geil ist das denn? Glaub ich mal gucken. Dass wir die anderen Dinger noch kriegen. Noch jetzt ordentlich. Ja! Woo! So, was haben wir? Okay, was haben wir? Jetzt müsste was hier das machen, ne? Das ist auch eine Hauptmission. Dann haben wir hier noch. Trifft dich im Hackerspace mit Dezek auf, erzählt sich der Man-in-the-Middle-Angriff auf Bloom-Satelliten-Backdoor mit den Zinsen aus. Höchste Zeit, ah, das ist das. Und dann haben wir hier noch Wrench in der Garage treffen. Dezek plant direkt bei Tidius einzubrechen und ihr Geheimnisprogramm zu entfüllen. Aber um an ihren Sicherheitssystem vorbeizukommen, brauchen wir einen Plan. Da hilft es mit in der Kapatachukua. Jawohl! Sehr geil. Was hat das Telefon? Was soll das? Ich dachte, vor sowas wären wir sicher. Newsfeeds. Kann mir jemand machen? Den nur zurückgehen. Dann haben wir hier Dezek-App. Aus dem Schneider. Online aus dem Schneider. Blumen erledigen. Zu verfolgen, den haben wir auch. Wahrscheinlich kommt der nochmal. Trifft dich mit Hackerspindel Dezek? Okay. Verbrechen, ja. Verschlüsselte Festplatte. Ne. Das könnte ich auch noch machen. Und dann haben wir hier die schönen Sachen, die wir hier gemacht haben. Total geil. Unglaubliches Chaos. NIFL liefern den. Mal. Aber ich. Das kommt bestimmt nochmal. Ja, Blumen erledigen, genau.
Gewinne Follower, um Blumen zu auszuschalten. Wenn die Blumen erledigen wollen, dann braucht ihr 1 Million Follower. Ja, genau, das kommt noch. Das kommt noch. Okay, dann haben wir noch Autoruf. Das ist was anderes, war das, ne? Rückleistung, dann kannst du ja. Okay. Du meinst nicht. Unsere Follower meinen, dass Thrust Fall hier der große Sieg ist. Aber das ist nur das Sahnehäubchen. Jetzt hinterfragen die Leute ihre eigenen Ansichten. Niemand wird zugeben wollen, dass er bei dieser Wahl verarscht wurde. Aber jeder Thrust-Wähler wird sich genau das fragen. Wir haben Blum und CTOS zur Idee verschweißt, dass große Datenunternehmen invasiv und scheiße sind. Yep. Ein großer, invasiver Scheißkuchen. Du bist furchtbar. Das gefällt dir doch. Naja, gefällt mir das. Nein, erzähl weiter. Achso, ich weiß, wollte noch mal was anderes gucken. Moment, ich bin noch nicht durch. Mal gerade gucken. Jetzt haben wir hier natürlich diese App. Das Chaos ist klar. 1 bis 2 Spielermission. Verschlüsselte Festplatten für FBI-Agenten stehlen. Wir haben. Das könnten wir alles noch machen. Vollauto. Forschungspunkte. Verringert die Abklingzeit des Jumpers. Das finde ich gut, weil die war immer so ein bisschen blöd, fand ich. Das machen wir das. Machen wir das. Die Abklingzeit. 7. Was haben wir hier? Hier haben wir noch was. Ah, Treffsicherheit, ne? Elektroschocker. Das ist. Elektroschocker benutze ich eh nie. Was haben wir hier? Sprengsätze, Elektroschocker haben eine große Sprengreichwirkung. Sprengsätze und Elektroschock, also die Sprengsätze. Was haben wir hier? Abgesehen von Sprengsätzen, das hätte ich jetzt gebrauchen können. Den holen wir noch gerade und dann machen wir aus. Sag ich sehr oft, du machst das eh nicht. Nicht aber jetzt. Ich will auf jeden Fall fahren. Lass mich doch fahren. Shit. Was geht denn hier? Was soll ich machen? Das muss ich haben. Thank you.
Das sollte hier sein. Ich guck mal gerade, ob das nicht irgendwas hier unten gibt. Kann hier nicht immer da reinkommen. Ne, das ist halt einfach nur. Ey, hört man gerade. Kann man nicht irgendwas anfangen? Warte. Der Autohack. Massiv Autohack. Mal gerade gucken, ey, was passiert. Heftig. Wow. Wahnsinn, geil. Geilomat. Geilomat. Boah, krank, ey. Aber es waren so viele schöne Autos hier, das musste ich einfach machen. Fahren die nicht so weit, ne? Das ist das Problem. Alle irre hier, oder was? Das kann ja wohl nicht sein hier. Lass die nicht entkommen! Statt neben den Bullen, deswegen. Bereich gesichert, gehe weiter. Wow, das ist also...
Ich sehe hier kein, naja. Jetzt will der Auto explodieren. Okay, jetzt hören wir den. Untersuchungen wurden eingeleitet, um zu klären, ob das Unternehmen Inwight mit dem ehemaligen Kongressabgeordneten Mark Thruss tatsächlich versucht hat, die aktuellen Kongresswahlen zu manipulieren. Beweise für dieses Vergehen lieferte die umstrittene Hackergruppe DedSec. Aufgrund dieser Beweise wurde die Wahl inzwischen verschoben. Wir mal schon kaum dazwischen jetzt leider. Bloom und Inwight wissen alles über uns. Sie wissen, ob du Single bist, jemanden datest oder ob es kompliziert ist. Und auf welcher Schule du warst. Und ob du Nelly magst, liebst oder hast. Und jetzt das? Hast du von dieser emotionalen Ansteckung gehört? Wenn sie deinen Feed mit positiven Posts deiner Freunde überschwemmen, postest auch du mehr Positives. Aber wenn du nur negative Inhalte siehst, dann rate mal. Zieht dich das voll runter, so sieht's aus. Zuerst manipulieren sie unsere Emotionen, dann unsere Gedanken, Politik, Wünsche, einfach alles. Polizist. Naja, ich würde sagen, das war's für Watch Dogs 2. Ich habe hier gerade in die Luft gesprengt. Ja, würde ich sagen. Ich habe im Moment nur Blödsinn im Schädel, deswegen nützt mir das eigentlich alles gar nichts. Der Schuss ab. Ah, Schuss ab. Nein. Nee, hoch, 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 der brennt jetzt. Der macht jetzt gleich Bumm. Hab doch gesagt, der macht Bumm. Wollen mir keiner glauben, ne?
Kill dir. Der Karte, ne? Oh Mensch, wo sind wir jetzt? Am Rande der Karte, guck mal. Wahnsinn. Schade. Garantie. Ja, genau. Alles klar, gut. Wird wahrscheinlich schon mal zurückgesetzt. Aber cool. Hui. Stopp! Geil! Geh mal hier hoch. Cool! Cool! Kamera. Heftig, heftig! Hub einen aus. Okay, Zoom ist das. Ja. Okay. Alles klar, warte mal gerade so. Nee, so, ne? Geil. Bisschen noch so hier die Golden Gate Bridge mit. Geil. Das sieht doch cool aus, oder? Oder hier mit der Sonne. Krass. Sonne. Krass. Nee, sieht echt gut aus. So. So vielleicht. So. Oh, ein Schmetterling. Schaut, Cold Gate Bridge. Abgeschlossen. Ah, okay. Können wir noch was anderes machen als schaut? Cold Gate Bridge. Aktualisiert. Alles klar, haben wir auch noch. Oh, cool. Sid Tower, was haben wir noch? Alcatraz. Ach hier, das Alcatraz. Machen wir nochmal, aktualisiert. Aber sonst noch was, was wir noch knipsen müssen. Okay, machen wir mal die rüber.
Guck mal. Gate Bridge, hier haben wir hier das vielleicht. Ne. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas finde, was wir noch fotografieren müssen. Weil auch hier wahrscheinlich am Toll Tower aktualisiert. Okay. Toll Tower. Ne, sonst haben wir nichts. Hier haben wir noch was, aber. Alcatraz. Ne, sonst haben wir nichts. Okay. Hier haben wir noch ein paar Shows gefunden. Neue Geste freigeschaltet. Okay, ich würde sagen, das war's für Watch Dogs 2. Ich habe Moment, wo war diesen? Also ja, genau. Wir müssen jetzt im Prinzip hier haben wir noch was und hier haben wir noch was. Sonst haben wir nichts, ne? Ja. Alles klar. Ich wünsche euch was. Ne? Danke fürs Zuschauen. Das war Dead Redemption 2. Wollte ich gerade sagen. Nein, jetzt Watch Dogs 2. Ich wünsche euch was. Bye, macht es gut und weit wie gewohnt. Daumen hoch. Guckt mal meine Folgen eigentlich mal. Ich wünsche euch was. Ciao.